Ja, wir sind ja hier auf der Weekend of Hell und ich habe erstmal den Johannes getroffen. Der ist der Regisseur von dem Film Mad Heidi. Heidi! Gott, Dieter! No! Produziert von dem Macher von Iron Sky. Und der war ja schon meiner Meinung nach richtig geil. Viele mochten die nicht. Aber ich würde sagen, ich gebe mal das Mikrofon weiter an Johannes. Der redet mal ganz kurz, was das überhaupt für ein Film ist und wie es aussieht mit den Trailer und so weiter. Also Mad Heidi ist der allererste Swissploitation-Film aller Zeiten. Also ein Schweizer Exploitation-Film, der halt die ganzen Schweizer Klischees ausbeutet quasi bis zum geht nicht mehr. Also vom Käse über Schokolade und Schweizer Trachten und haben alles wir gesehen, mögliche. Toblerone. Ja klar, Toblerone gehört natürlich rein. Ja, und wir haben jetzt bisher einen Teaser gedreht, also den Film gibt es noch nicht. Und mit diesem Teaser haben wir jetzt unser Crowdfunding gestartet. Also die Leute können auf madheidi.com den Film unterstützen, indem sie entweder Merchandise kaufen, also T-Shirts, Poster, Pins und solche Sachen. Oder sie können sogenannte Heidi-Bonds kaufen. Das sind quasi so Punkte, die man dann auf dem Konto gutgeschrieben bekommt. Und da kann man sich über längere Zeit immer mehr Heidi-Bonds ansammeln. Also du kannst jetzt heute mal 10 Euro investieren und dann in einem Monat nochmal 20 und dir so immer mehr Heidi-Bonds ansammeln, die du dann eintauschen kannst gegen Bonus-Rewards. Sind zum Beispiel für 100 Heidi-Bonds kannst du deinen Namen im Abspann des Films haben oder für 150 Heidi-Bonds gibt es eine Statistenrolle oder am beliebtesten bis jetzt für 300 Heidi-Bonds kann man eine Leiche spielen im Film. Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr eine Leiche spielen wollt, ne, dann müsst ihr euch so eine Heidi-Bonds, hast du mal einen, zu mal eine Kamera zeigen könntest? Jetzt hier auf der Convention, wenn man hier Heidi-Bonds kauft, gibt es dann so ein Heidi-Bond-Zertifikat dazu. Ja, da steht dein Name drauf und wie viele Heidi-Bonds du investiert hast. Natürlich mit dem Swissploitation Original Siegel aus Nazi-Gold natürlich. Ja, du musst dann quasi bei uns noch deine E-Mail angeben und dann kriegst du auch auf deinen User-Account die Heidi-Bonds gutgeschrieben. Da kannst du dich jederzeit einloggen und siehst deinen Kontostand und kannst die dann eben auch über madeheidi.com deine Heidi-Bonds umwandeln in Bonus-Rewards. Also wenn ihr dann auf jeden Fall so Trash-Liebhaber seid oder ja auf Splatter steht und ihr wisst ja, das ist auf jeden Fall eine schweizerische Produktion und hier steht da erstmal 666 drauf, sind dann mal auf The Beast, also schon richtig cool. Aber wir gehen jetzt noch weiter zur nächsten Frage. Ist das dein erster Film oder hast du schon mehrere Filme gemacht? Es ist mein erster langer Film. Ich habe Kurzfilme gedreht bisher und sehr viele Musikvideos. Mit meinem Kumpel, mit dem ich hier bin, haben wir eine Produktionsfirma in Bern. Und ja, wir haben so mit Musikvideos angefangen, weil wir halt sehr viele Freunde haben, die in der Musikszene unterwegs sind. Und ja, haben dann eigentlich auch, also von uns hat niemand eine Filmschule gemacht. Wir haben uns das alles selbst beigebracht und learning by doing quasi. Und ich habe dann 2 Kurzspielfilme gemacht, die aber vom Genre her ganz anders waren. Also der erste war mehr so ein Psychothriller und der zweite war so eine Gaunerkomödie. Und ja, und dann kam ich eigentlich so ein bisschen aus Verzweiflung über die schlechten Schweizer Filme, kam ich auf die Idee, einen Swissploitation-Film zu machen, weil es echt schlimm ist, wie es halt auf dem Schweizer Markt überhaupt keine Genrefilme gibt. Das stimmt, das stimmt. Ja, sie, die, ja, die besten so, sag ich mal, klar, Amerika, wobei es gibt auch größere Größen in Deutschland, die man ja so kennt, ob man die mag oder nicht. Olaf Wittenbach ist auf jeden Fall ein sehr größerer Name, den man kennen sollte. Letztes Jahr habe ich ja Timo Rose kennengelernt auf der House of Horrors, auch ein sehr netter Kerl, der macht gerade The Corpse Grinders. Das ist, glaube ich, richtig, ne? Der schlicken wahrscheinlich jetzt noch, wenn er das hier sieht. Aber egal, ja, das finde ich cool, dass er selber sagt, er hat vorher jetzt keine Filmschule besucht. Wie ich jetzt auch so reingerutscht bin in diesen ganzen YouTube-Dings, sag ich mal, oder Facebook, hat er das jetzt als Filme gemacht. Klar hat man dann mal Lust, auch was so reinzusteigen, aber ich denke mal, es ist auch sehr harte Arbeit, was hinter steckt, Marketing, du sagst ja selber, Crowdfunding, das ist überhaupt ist es in den Kinderschuhen, weil du sagtest, der Trailer ist ja schon vorhanden, der wirklich sehr, sehr geil ist, aber wir sind ja echt stehen geblieben und gesagt, komm, den reden wir jetzt mal an. Und
So, wie ist der Produktionsstand? Ja, also eben bis jetzt gibt es nur diesen Teaser und wir sind noch das Drehbuch am Ausarbeiten im Moment. Also so die Eckdaten der Geschichte, die stehen, aber so das detaillierte Drehbuch, da arbeiten wir noch dran. Das sollte so im Frühling mal fertig werden. Und das Ziel wäre jetzt so im Herbst 2019 drehen zu können. Dann würde der Film so im Frühling 2020 rauskommen. Ja, ist ein realistisches Ziel, aber auch ein sehr optimistisches Ziel. Also es kann gut sein, dass es dann noch ein Jahr länger dauert, bis wir den Film wirklich drehen können. Kommt jetzt ganz drauf an, wie schnell es mit der Finanzierung vorwärts geht. Also seid gespannt, mattheidi.com, da müsst ihr mal öfters mal raufgucken, da gibt es bestimmt Infos und News. Ich denke mal auch, dass ihr auf Facebook habt oder so, oder? Genau, wir haben eine Facebook-Page, Instagram natürlich, Twitter, ja. Die nächste Frage wäre nochmal so, wie finanziert sich überhaupt so ein Film? Habt ihr irgendwie Investoren oder ja, die es produzieren würden? Also eben produziert wird ja der Film von Theodor Kaukoma, der Produzent von Iron Sky. Das ist zwar ein Finne, der lebt aber in der Schweiz seit 20 Jahren. Ja, der kümmert sich halt so um den Kontakt mit potenziellen größeren Investoren oder auch Vertriebsfirmen. Jetzt ist er gerade am American Film Market in den USA und hat dort auch schon Termine mit den ersten japanischen Vertrieben, die Interesse bekundet haben, weil Heidi ja wirklich sehr groß ist in Japan und die sind auch total Schweiz-Fan dort. Aber was noch interessant ist, also beim Crowdfunding haben wir wirklich jetzt schon 6 Leute, die sich 1000 Heidi-Bonds für um die 900 Euro oder 900 Franken gekauft haben. Und einer davon, vielleicht kennt ihr ihn, ist Dr. Mark Benecke. Ist auch dabei als Heidi-Bond-Investor quasi. Das hat mich sehr gefreut. Leute aus der ganzen Welt, die da mitmachen, eben von Beträgen zwischen 10 und 1000 Euro gibt es da alles. Wie ihr auch jetzt hört, sag mal, ich weiß auch selber, dass der Japan-Markt sehr groß ist. Natürlich, wenn man es da schafft, über Japan, China, dann kann das immer trotzdem ein großer Erfolg werden, wenn er auch, sag mal, in Deutschland oder in Amerika nicht so gut ankommt. Japan ist ja immer sehr wichtig, hat er ja auch immer noch mal gesagt, der Johannes. Wenn ihr natürlich Fragen habt, ich denke mal, das könnt ihr noch alles stellen auf Facebook. Ich habe noch mal eine Frage, in welcher Härte würdest du den einstufen? Von 1 bis 10, das wird ja ein richtiges Splatterkanone, oder? Ich denke mal, FSK 16 wird es ja nicht sein. Es wird wahrscheinlich eher so die Richtung Spio gehen, oder? So Richtung richtig Härte. Ja, das kann ich noch nicht so abschätzen. Und das ganze FSK-Ding gibt es ja eigentlich in der Schweiz sowieso nicht. Also ganz gut. Aber es gibt natürlich, also die meisten Filme, die man bei uns kaufen kann, sind halt die deutschen Releases, die dann auch den FSK-Stempel drauf haben. Für mich selbst ist es ziemlich schwierig einzustufen, weil wenn man selbst einen Film macht, sieht man das so von der technischen Seite, dass man, ich bin dann selbst immer schockiert, wenn andere Leute schockiert sind über den Film, so, weil für mich wirkt es halt überhaupt nicht brutal, weil ich halt die Technik dahinter sehe und ich weiß immer noch, wenn da Geißenpeter der Kopf zerplatzt, dann sehe ich in meinem inneren Auge immer noch den Kameramann, der da steht und den Beleuchter und alles. Und auf mich wirkt es natürlich niemals so stark wie auf jemanden, der das zum ersten Mal sieht. Deshalb ist es für mich ziemlich schwierig einzuschätzen. Mir persönlich ist aber wichtig, dass der Film wirklich auch eine gute Story hat. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt der finde, das muss so viel Splatter wie möglich und so. Ich finde, das Wichtigste ist eine gute Story. Und wenn die Story wirklich gut ist, kann man dann dafür auch umso mehr übertreiben mit der Gewalt und allem. Ja, und das auch ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Aber ich finde, die Geschichte, die muss so eine gewisse ernsthafte Substanz auch haben. Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich finde ja selber, ich mache ja selber Filmrezension, das hatte ich dir ja gesagt. Und ich achte ja auch immer auf genremäßig. Wie ist denn überhaupt, sag mal, die Story? Story, CGI, Effekte handgemacht, so Action, wie du selber sagst, okay, es ist halt sehr witzig gemacht. Es gab viele Bodycounts einmal mit Toblerone, das gab es noch mit Fondue, das war schon sehr witzig auf jeden Fall anzusehen. Aber du sagst selber, Story, finde ich gut, dass du das so ansprichst, das muss auch ein bisschen, ja, knackig, würzig sein, muss trotzdem vorhanden sein. Was sagst du, wie ist das denn mit, macht ihr diese ganzen Effekte selber oder habt ihr auch ein bisschen Computereffekte, visuelle Effekte?
Ja, also jetzt im Teaser sind schon auch viele visuelle Effekte dabei, also computergenerierte Effekte, weil die Special Effects halt auch sehr, also die physikalischen Effekte halt immer sehr zeitaufwendig sind am Dreh. Und jetzt gerade für diesen Teaser hatten wir gerade mal 3 Drehtage. Und ja, da hat es einfach für gewisse Sachen, war von Anfang an klar, dass das nicht reicht, um das als physikalischen Special Effect zu machen. Was wir ja als Special Effect gemacht haben, ist zum Beispiel der Geißenpeter, der stirbt. Und das sieht auch echt geil aus. Das lohnt sich schon, da eben so viel wie möglich mit Special Effects zu machen. Aber ja, manchmal ist halt von Anfang an klar, dass man nicht genug Drehzeit haben wird, um das alles echt zu drehen, und dann muss man halt noch mit dem Computer nachhelfen. Auf jeden Fall, ich denke mal, wir sind zum Schluss gekommen. Hört sich sehr interessant an, muss ich auch wirklich sagen. Ich halte auf jeden Fall Ausschau zu dem Film Matt Heidi. Und ja, wenn ihr natürlich Infos, das seht ihr noch mal natürlich hier, könnt ihr wahrscheinlich mal Jonas anschreiben bei Facebook, denke ich mal, alles. Ich blende gleich mal alles ein und ich bedanke mich bei Johannes. Ja, und vielen Dank fürs Interview, ne? Ja, danke, hat mich gefreut und ja, viel Spaß noch auf dem Weekend of Hell und kommt doch vorbei bei uns am Stand, falls ihr da seid. Ciao. From the producer of Iron Skull comes the first Swissploitation film. Ich habe gehört, dass Heike einer das Front überstellt. I love the smell of cheese in the morning. But I am a lactose intolerant. You filthy foreign Featuring fondue boarding. By chocolate. There are people among us who do not adhere to our tradition. Swiss Army knives. They are spreading like a disease. Every citizen has a decision to make. You are either with us or with the cockroaches. And one badass Heidi. Death to the fatherland! Long live the mother! The Swiss Army Dad! Mad Heidi. Heidi needs you. Buy Heidi Bonds today and get exclusive rewards. Join the resistance now on madheidi.com.